Wunderbar. Wir wollen ja, dass er viel spielt. Der Urbik. Dass wir im Notfall, wenn Schwäbe uns verlässt, was passieren kann. Gerade in echt gehe ich stark davon aus. Dann braucht man einen guten zweiten Torhüter. Und Urbik ist definitiv in echt noch mehr als vielleicht ein FM. Echt eine gute Alternative. So. Wir brauchen mehr Offensive. Mit Training. 90 Minuten gespielt. Nice. Eine 6,9. Der Olesen. Gegen Bremen brauchen wir jetzt 3 Punkte mal. Um uns mal ein bisschen abzusetzen. Das ist jetzt doof. Du kannst nicht so wirklich links spielen. Ja. Scheiben. Das ist jetzt echt uncool. In dem Polze mit Christensen auf jeden Fall. Ja, Benno. Oder kannst du. Ne. Benno. Christensen kriegt nochmal. Chabot ist wieder fit. Sehr gut. Wir nehmen Dietz mit. Martell, Hussein. Ich glaube, Zielspieler ist nicht so deins, ne? Wir können mal auf pressender Stürmer. Vielleicht auch höheren Block und mehr Pressing. Ja, komm. Gehen. Kriegst einen neuen Vertrag. Uff. Welche Rotations? Okay. Wie viel verdient er jetzt gerade? Oh, der will Verdopplung. Uiuiuiui. Ist schon wichtig eigentlich, ne? Ich würde auch ungern. Ah. Pentgeräusch, kann ich drüber reden. Wir wollen Punkte haben, Jungs. 4 Punkte aus 4 Spielen? Geht mehr. Wir kriegen es doch wohl hin, Schnitt über 1 zu haben hier, oder? Geht da raus, ja. Die sind 17. Bremen. Die sind am Boden. Lasst uns nochmal drauf treten. Beeindruckt mich. Ich weiß, ihr könnt es. Oh, und Jem Cater. Unrealistisch, dass er sonst so verletzt. Jojojo. Ein Punkt haben die. Ein einzigen. Das kriegen wir wohin. Wer denn bei uns die 32? Carstensen. Huch. Ja. Oh. Sehr schön, Schmitz. Keins. Schiri, war faul, ne? Lucic, oh, zu einfach. Christensen, Carstensen. In die Mitte und keins! Warum haben wir die Wiederholung? Warum keine Wiederholung? Hm. Okay. Sehr, sehr geil. Und jetzt ist direkt ein Gegentor gefangen. Übers. Carstensen. Christensen, da musst du mal hin. Weg damit. Puh, ich hab den Elfer schon gesehen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Schalalalalalalala. Uff. Merkwürdig. Abseits, Chiri. Puh. Okay, Halbzeit. Okay, Jungs. Richtig, richtig geil, Benno. Alter, ich wusste gar nicht, dass du auf einmal Linksverteidiger kannst. Richtig geil. Carstensen, weiter so, Mann. Du hast richtig Bock. Ich will von dir noch mehr sehen. Richtig geil. Einfach so weitermachen, dann packen wir das und bringt das nach Hause. Geiles Spiel. Justin van der Hitz gibt sein Debüt. In echt U17-Weltmeister. Oh, nein! Oh mein Gott. Mein Gott, was für ein... Verschwendete 3 Punkte.
Ich hätte gern die Wiederholung nochmal gesehen. Kommt. Von der Hitz. Schmitz, Zauber. Oh, das war zu einfach. Oh, gut, Justin. Oh, scheiß Ball. Und Chabot. Kommt. Da muss jetzt nochmal Tempo nach vorne. Polster. Oh, das war ein scheiß Ball. Ach, Mann. Das ist enttäuschend, dass wir nicht gewonnen. Das hätten wir gewinnen müssen. Mal was ändern. Das Ecke ist halt bis echt Katastrophe. Ne? Weißt du was? Weil ich mit startet heute mal. Nun bleiben wir eigentlich bei allem. Sonst war ich eigentlich sehr zufrieden. Wir wollen mitspielen, einen Torwart haben. Immer noch verletzt. Dietz, Heinz, Alidou. Nö, wir gehen rein. Stuttgart ist ein Level. Wir sind zu Hause. Im Endeffekt heißt es, wir müssen gewinnen. Und das möchte ich heute von euch sehen. Dass ihr gewinnen wollt. Genießt es. Das ist unser Spiel. Das ist unser Platz. Darmstadt? Geil. Komm, das ist unserer. Sehr schön, Chabot. Und jetzt ausspielen. Sehr schön. Carstensen, Christensen, Lubicic. Abgefälscht. Ecke. Chabot. Oh, schade. Egal, gut. Gut, gut. Boah, 70% Ballbesitz. Keins auf Schmitz, Christensen. Übers, Keins, Chabot. Oh, das war zu einfach, Chabot. Nein. Nein. Oh, wichtig. Oh, ich habe den schon so drin gesehen. Oh, das ist viel zu einfach. Das war viel zu einfach. Da war ja gar kein Sechser da. Wer schiebt da raus? Christensen. Die Frage, ja. Und Schmitz und Lubicic lassen beide ihn einfach frei. Oh Mann, ey. Das war Katastrophe bisher. Das muss alles besser werden. Schieß doch mal aufs Tor. Was ist der hier? Oh. Jabo auf Keins. Oh. Ja, wenn die Chancen dann bald auch nicht mal ansatzweise gemacht werden. Ey. Das ist dann halt auch... zu wenig. Schwäbe. Oh, sehr schöner Kontakt meiner. Ja. Oh. Wie Chancen haben wir? Ja. Oh. Wir müssen mal ein bisschen angreifen da. Und Husep Asic kommt dafür rein. Oh, schade. Okay, Lubic ist Platz. Dann kommt halt Martell rein. Ja, wir sind halt schon am Drücker. Oh, Mann. Ja, die Kugel wird einfach nicht über die Linie. Oh, Carstensen, ey. Puh. Wir waren die bessere Mannschaft. Aber wenn wir die Tore nicht machen, können wir auch keine Punkte holen. Oh, ja. Muss da Nacht drüber schlafen und mir ein paar Gedanken machen. Irgendwas funktioniert hier nicht. Wir probieren das jetzt mit den Änderungen gegen Leverkusen. Wir schauen, wie das läuft. Und je nachdem, wie es läuft, werden wir dann schon die Taktik ändern, dass wir ein Testspiel haben, um das einzuspielen. Ja, für die zweite können wir den mal mitnehmen. Ich glaube, gibt's schlimmere. Oh no. Okay, Mathe. Thielmann kann endlich sein Comeback geben. Wichtig. Wichtig und richtig. Wunderbar.
wir was für die zweite. Das ist, oh nein. Jetzt wird's echt lächerlich langsam, ne? Ja, Martell, du musst in die Innenverteidigung. Ich würde sagen, Faisal kriegt seine allerersten Minuten. Ist er in Köln geboren? Bergheim, ja. Ach, kommt aus der SC West-Jugend, sehe ich gerade. Ist doch so ein Derby gegen Leverkusen das Beste, um direkt sein Debüt zu geben, oder? Gefühlt ist das hier nur ein Stadtduell. Das ist doch nicht das richtige Derby. Das ist hier der Heißmacher für das richtige Derby in 2 Wochen. Dennoch möchte ich 120% heute sehen. Wir haben 5 Spiele ohne Sieg. Das kann nicht sein. Da waren keine krassen Gegner dabei. Ihr könnt die besiegen. Ich glaube an euch. Ich weiß es. Also geht da raus und zeigt, was ihr könnt. Die Pillendreher. So. Junge, 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 das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Wer rückt denn nicht raus? Ugh, niemand. Das ist das Problem. Ja, ist offensiver. Oh, warum ist denn da keiner? Mann, keins. Das ist zu einfach. Oh mein Gott. Oh, schade. Okay, vorne, das muss alles. Selke, Tigges, Polster. Zielmann. Ne, weißt du was? Weißt du was? Ali, du. Ihr habt noch genug Zeit, das Spiel zu drehen. Also geht da raus und macht es. Wir sind hier noch von fucking Leverkusen, Alter. Wir haben ja gar keine Chance bislang. Ist doch traurig. Boah, Hüber ist einfach zu spät. Jetzt Ali, du, mach was. Ali, du, das ist eine absolute Frechheit, was du hier abziehst. Oh, nein. Oh. Boah, es kann echt nicht schlimmer laufen, ne? Es kann echt gerade nicht schlimmer laufen. Ey, die Saison hat so gut angefangen, ne? Puh. Wir probieren jetzt ein 4-1-3-2. Weil, wenn wir irgendwo Qualität... Wir haben... Das ist... Auf Gegenpressing. Wir wollen es eng halten. Pass in die Tiefe. Das nehmen wir beides raus. Richtig hohes Pressing. Und ich glaube, dass das so in Ordnung ist. So, dann machen wir unsere zweite Pentke. Immer noch Doppelsturm. Thielmann. Ja, Tigges oder Dietz. Einer von euch wird auf jeden Fall im Winter gehen. Tigges ist ein bisschen vielseitiger einsetzbar, wobei halt auch eigentlich im Sturm. Ist defensiv stärker, ist in der Luft stärker, ist physisch stärker, ist in der Übersicht stärker. In den direkten Attributen. Ist ein leicht schneller, ist fitter, hat einen besseren Kopfball. Ja gut, Freistoß, Elfmeter, juckt nicht, Ecken nicht, Dribbling, okay. Flair. Boah, ich glaube, lieber Tigges als Dietz. Ja, die beiden sind verliehen.
Du Simbadget sollst züften, Mann. Ach so, wir sind die ganze Zeit noch am Jubeln. Tja, Jonas, du bist Co-Trainer geworden. Ja, aber meine ist halt, sind alle gerade katastrophal, muss man dazu sagen. Nehmen wir noch Downs mit und. Ist auch Verteidiger, ne? Finn greife kann links außen. So. Derby, neue Formation. Wir können nicht das Spiel gewinnen. Wir müssen den Fans was präsentieren. Und wir können das. Wir können das. Wir können das. Wofür trainieren wir jede Woche bis zu dreimal am Tag? Ganz bestimmt nicht, damit wir uns jetzt hier heute von Gladbach abziehen lassen. Also geht da raus und macht dieser scheiß Negativserie ein Ende und lasst uns endlich wieder Punkte holen. Boah, sieht ganz mies aus, ey. Wir brauchen die Punkte ganz, ganz dringend. Oh mein Gott, Benno. Oh, am liebsten direkt schon auswechseln, ey, ganz ehrlich. Das war so ein richtiger Benno, ey. Lubitsch, keins. Boah, keins. Boah, sehr schön, Kassensen, wichtig. Meiner. Meiner. Selke. Martel, Kassensen. Oh. Sehr schön rausgespielt. Sehr schön. Nein! Oh mein Gott, es war abseits. Oh, egal. Es gefällt mir richtig gut hier. Das gefällt mir richtig gut. Jeff Chabot vor der Südkurve. Bam! Steht in der Luft. Und Waldschmied. Oh, schade. Sehr geil. Das gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Keins. Warte. Jübers. Oh, hat sie drauf ballern können. Oh, jetzt kein Konterfang. Jetzt kein Konterfang. Oh, sehr schön. Wäre schon ein richtiger Schmackofatz. Bin schon ganz ehrlich. Selke. Auf meiner. Oh. Meiner. Mann. Selke. Puh. Richtig, richtig geile Leistungssteigerung bis hierhin. Aber wisst ihr, was jetzt noch richtig geil wäre? So ein zweites Ding. Also geht da raus und gibt den Fans das. Die haben es verdient. In diesem Derby. Wer ist Gladbach? Wer ist Gladbach? Selke! Und er läuft in die Gladbach-Kurve. Schmitz auf Martel. Schmitz, Kainz, Martel, Flanke, Kopfball, Tor. Boah. An die Latte, ey. Unhaltbar. Richtig geil. Lalalalalala. Kainz hat alles in sich gegeben. Wunderschön für Benno Konfinkrefe. Und raus, ja, Martel ist dann. Aber richtig gutes Spiel. Richtig gutes Spiel. Gut, meiner, gut. Deal, Deal. Justin, Deal! La 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 la. So komm, ich wollte das noch zu null bringen. Player. Jawoll. Geil.
Richtig gut, richtig geil. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey. Hey, Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey. Hey. Wichtige 3 Punkte. Uff, und jetzt gegen Leipzig. Und absolut verdient vor allen Dingen gewonnen. Puh. Sehr schön, Selke, sehr schön. So, jetzt gegen Leipzig, das wird interessant. Wird er irgendwie einen Punkt bekommen? Mhm. Eigentlich würde ich ungern. Nehmen wir lieber Aitken mit. Und Ali, du für Downs. I'm sorry. Aber ich nehme eigentlich ungern Leute, die verletzt sind, mit. Komm, jetzt einmal schnell. Komm, Ali. Das war auch echt kein geiler Ball, ne? Schade, Jungs. Hart gekämpft auf jeden Fall. Wir sind außerhalb unserer Kragenweite. Stattdessen kommt jetzt unsere Kragenweite. Ah, 10. In der Rückenmuskulatur. Eieiei. Jetzt mal gucken, wie wir das hier aufstellen. Benno kriegt eine Auszeit und Finkgräfe kriegt den Start. Und so gehen wir rein. DFB-Pokal. Es kann immer alles passieren. Denkt dran, als Saarbrücken uns rausgekegelt hat. Das wird kein einfaches Ding hier. Aber wir sind Favorit. Wir wollen und werden das gewinnen. Geht da raus und sorgt dafür. Marit. Das wollte ich gar nicht. Vor 2 Jahren noch bei uns in der Liga gespielt. Jetzt Gegner. Schade. Kurz direkt schon gesehen. Direkt schon das 1-0 gesehen, bin ich auch ganz ehrlich. Gut. Kann ich für Tore sehen. Yildirim. Sehr schön. Meiner. Belchiri. Tigges. Meiner verletzt. Sehr schön. Gut. Mit nach hinten am Kämpfen. So will ich sehen. Keins. Christensen. Selke auf Meiner. Meiner. Und jeder hätte gesagt, sehr geil. Eiskalt. Wird Meiner auf einmal eiskalt hier oder was? Das ist ja auch Meiner Spiel, ey. War Uth auch richtig gut. Uth auf Selke. Gut, wird zum Flügelflitzer. Da ist es. Lalalala. Ich denke mal, das sollte einigermaßen trockenen Tüchern sein. Außer wir kriegen jetzt ein Gegentor, dann wird es nochmal richtig eklig. Aber Tigges ist hinten. Und jetzt Ut. Oh, was ein Ball. Und jetzt zauber keins. Das ist gezaubert. Auf Selke! Boah, was ein Ball. Puh. So, unsere Stammspieler kriegen Pause. Lubicic, du kommst runter für Martel. Meiner. Für dich kommt Finkgräfe. Spielt aber links. Packer kommt. Für Selke kommt Dietz. Rechts kommt Polzer für Keins. Und dann kommt Heinz für. Nimm Jeff. Unnötig. Tigges. Tigges lässt ihn einfach laufen. Unnötig. Die Definition von unnötig. Sehr schön.
Aber nicht zu früh sich zu viel freuen. Geht direkt die 3 Tagen wieder weiter, ne? Zweite Runde im DFB-Pokal. Sehr schön. Zweite Woche eine Vorlage. Geilo. Mekeda zieht sich Land vor. Only FM-Aussagen. Komm, Volt, ey, komm. Wir wollen mehr Nachwuchs. Jawohl! Mehr Nachwuchs. Mehr Nachwuchs. Dortmund. Freiburg. Okay, nur noch mach. Außer Bayern. Bitte kein Bayern, bitte kein. Ja! Heimspiel gegen Pauli. Geil. Das ist ein geiles DFB-Pokalspiel. Das nehme ich mit. Man kriegt auf jeden Fall einen neuen Vertrag. Maschine, sage ich dir. Maschine. Schlüsselspieler, der will. Keine Versprechen. Sehr schön. Augsburg. Lass mal gucken. Rustin Basic ist noch nicht voll. Heinz Kilian kommt rein. Und dann gehen wir so rein, ne? Ja. Jungs. Wir sind auf einer Siegeserie. Außer das Leipzig-Spiel, das vergessen wir mal. Aber Leipzig. Ich weiß schon, Leipzig ist. 3 Punkte. Es ist fucking Augsburg. Macht das schon. Die sind sogar hinter uns, Augsburg. Wir müssen gegen die gewinnen. Ich Leute, bei mich triggert, dass das Stadion ganz weit weg ist vom Rhein-Energie-Stadion vom Design, ja. Selke! Ich hab nicht geguckt! Waldschmidt! Oh, was ein Ball von Waldschmidt. Oh mein Gott, einfach ausgehebelt. Geil. Und heulen lang. Auf Selke. Oh, sehr schön, genau das. Und meiner, Lubitsch, geh doch noch 3 Meter. Warum suchst du denn da den Abschluss? Was ist denn falsch mit dir? Ah, Martel ist da. Druck, Druck. Ja, das ist zu einfach. Ljubicic, schön gedreht. Waldschmidt, schlechter Pass. Selke, meiner. Zauber, Zauber. Und es wird gezaubert. Meiner, Waldschmidt. Uff, wer ist denn da so weggeschlittert? Pfeiffer. Eieieiei. Unangenehm, Pfeiffer, unangenehm. Ist das schön gespielt. Chabot, Ljubicic, meiner. Oh, ist das schön gespielt. Oh, Selke, das hat zu lange gedauert, ne? Chabot mit dem neuen Arm. Meiner. Schön gespielt, aber es ist abseits, oder? Ich bin trotzdem ab. Ja, Tor aber kannt. Schade. Aber. Konzentriert euch, was passiert denn hier gerade? Wollt ihr die. Die lassen die echt ins Spiel zurückkommen. Mann! Ey, reicht jetzt langsam mal hier, ne? Ich sehe schon, das wird noch aus der Hand gegeben. Oh, was ein Pass von Downs! Boah, war das ein geiler Pass von Downs! Heilige Mutter! Boah, Paccarada! Wichtig. Kommt 2 Minuten noch. Babu. Babu. Downs. Uch, ist auch kilometerweit abseits. Aber musste er machen. War kein Tor. Sehr schön. Puh. Das war wirklich eine Achterbahnfahrt. Die erste Hälfte war richtig gut. Und dann ging es nur noch bergab. Aber ihr habt über die Zeit gebracht. Mehr wollen wir nicht. Das sind 3 wichtige Punkte. Wichtige, wichtige Punkte. Auch für eure Entwicklung. Nehmen wir mit. Auf dieses Spiel wird niemals jemand gucken. Deswegen lübt der Hase. So. Bochum.
Das werden wir aber jetzt nicht mehr angehen, denn wir werden jetzt hier das beenden. War doch ein erfolgreiches Comeback. Die Fünferkette müssen wir dranlegen. Dafür jetzt ein 4-1-3-2. Aber schmeckt auch gut. Judy, bis zum nächsten Mal. Tschüss.